Heute testen wir die beiden Mikrofone testen. Im Moment habe ich jetzt ein Lavalier von der Rode. Und jetzt testen wir dann die beiden hier für euch schnell testen, um euch einfach mal zu zeigen, ob man einen Unterschied hört. Externes Mikrofon. Jetzt müssen wir mal schnell die Distanz messen. Für alle Nerds. Vom Mikrofon zum Maul. Genau. Eine draufbeissen. 67 cm. Für perfekte Mikrofontests geben wir alles, wie ihr gerade seht. Im Moment spreche ich in ein Boya BYMM1 und Blumen fotografieren wie ein Profi, denn zum Glück kann ich Leitsichtbrille. Dabei gibt es mehr zu beachten, als Sie vielleicht denken. Okay, jetzt wird schon schwierig. Komm auf den Kopf vor wie im Optiker. Also, jetzt haben wir mal so ein bisschen gehört, wie sich das anhört mit dem Boya-Mikrofon. Und jetzt switchen wir aufs nächste. Wir sind immer noch dabei beim Marktfall. Jetzt geht es ums Videomic von der Rode, wo ich jetzt gerade reinspreche. Und da haben wir auch wieder Blumen fotografieren wie ein Profi. Dabei gibt es mehr zu beachten, als Sie vielleicht denken. Ich kann im Moment auch nur denken und bewegen kann ich mich nicht gross, damit wir möglichst das gleiche Ergebnis haben. Ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich da nicht bewegt. Wenn man mich dann gerade muss an einen Pfahl anfesseln, okay. Also, jetzt habt ihr den Unterschied gehört und jetzt müsst ihr dann halt vielleicht selber entscheiden, welches von diesen zwei das ihr kauft. Your choice. Ciao zusammen.